Ja, vielen Dank, Dietmar, für die Ankündigung. Ich möchte mich zunächst einreihen in die Liste der Gratulantinnen und Gratulanten und auch in diesem öffentlichen Rahmen nochmal meine herzlichen Glückwünsche aussprechen. Alles Gute für alles, was kommt. Ich möchte zweitens meiner Freude und Dankbarkeit Ausdruck verleihen hier zu und mit Ihnen, aber vor allen Dingen auch natürlich zu und mit Ihnen wieder mal reden zu können und damit einen Gesprächsfaden aufzunehmen, der, ich habe es vorhin ausgerechnet, vor 21 Jahren begonnen hat. Einige, denen habe ich das erzählt, die hat das erschrocken. Und dann letzte Vorbemerkung, ich habe ein Thesenpapier mitgebracht, das Ihnen das Mitdenken erleichtern und mit Schreiben ersparen soll. Ich hoffe, alle haben eins vor sich. Ich habe das ein bisschen auf die Stühle gelegt. Wenn nicht, gäbe es hier vorne noch Exemplare. Jetzt muss ich noch selber kurz gucken, wo ich anfange. In einem Aufsatz unter dem Titel Ethische Begründung vom Jahre 2006 setzt sich Julia Niederrümelin mit gewissen Thesen von Ernst Tugendhat, einem anderen wichtigen deutschen Moralphilosophen, auseinander und vertritt dort die Auffassung, Zitat, dass es kein spezifisches Problem ethischer Begründung gibt, Ende des Zitats. Er führt dann aus, dass es in Entsprechung zur Begründungspraxis etwa in den Naturwissenschaften, aber auch und insbesondere, wir haben das heute Morgen schon gehört, in der Lebenswelt, in der lebensweltlichen Begründung ganz allgemein, ebenso eben auch in der ethischen Theoriebildung darum gehe, Zitat, zunächst diejenigen moralischen Sachverhalte als gegeben anzunehmen, von denen wir fest überzeugt sind, an denen zu zweifeln wir keinen Grund haben, da wir uns, immer noch Zitat, für unsere moralischen Überzeugungen gewiss sind, beginnt das moralische Begründen dort, und jetzt geht es weiter mit einem Zitat, das Sie auch auf dem Handout vor sich sehen, alles Begründen hat nicht nur ein Ende, sondern auch einen Anfang, und dieser liegt in denjenigen normativen Überzeugungen, die wir für gewiss halten. Soweit wieder Rümelin in dem erwähnten Text. Ernst Tugendhat in seiner, am Ende des Bandes, in dem dieser Text abgedruckt ist, genannten Replik auf die Punkte von Niederrümelin schreibt interessanterweise, dass er Niederrümelins These, Zitat, Tugendhat, unsere normativen Überzeugungen würden auf dieselbe Weise begründet wie die deskriptiven unseres Erfahrungswissens, erstaunlich, so Tugendhat findet, und dass er sich mit dieser Auseinandersetzung wieder Zitat, mit dieser Sichtweise wieder Zitat nicht auseinandersetzen könnte, weil er immer noch Zitat sie nicht versteht. Der Grund dafür, dass er das nicht versteht, wird kurz danach genannt. Das Problem der Moralbegründung scheine, so Tugendhat über Niederrümelin, für Niederrümelin wohl gar nicht zu existieren. Kein Wunder, dass er dazu nichts sagt, so die Perspektive von Tugendhat. Und kein Wunder, dass er darüber irritiert ist. Weniger drastisch vielleicht, aber der Sache nach ähnlich, formuliert Holmer Steinfarth, wiederum mit explizitem Bezug auf Niederrümelins ethische Begründungstheorie. Es handelt sich hierbei wohl um einen Zitatansatz, der das Problem der Moralbegründung umgeht. Ende des Zitats. Offensichtlich stoßen hier nicht nur zwei unterschiedliche Thesen oder Theoriestücke zweier Moralphilosophen aufeinander, sondern in gewisser Weise handelt es sich hier für einen Aufeinanderprall zweier grundlegend unterschiedlicher moralphilosophischer Weltanschauungen. Auf der einen Seite gibt es Positionen wie die von Niederrümelin und anderen, ich nenne als Beispiele für Autoren, die in diesem Punkt, der mich interessiert, mit seiner Position vergleichbare, sehr ähnliche Thesen aufgestellt haben, in anderen Hinsichten sich deutlich unterscheiden, etwa Rawls, Patzig und andere. Gibt es Theoretiker, die vertreten einen Theorietypus, den ich eine interne Konzeption der Moralbegründung nenne, für die das charakteristisch ist, was ich eben anhand von einigen Beispielen aus Niederrümelins Schriften hier nochmal wiederholt habe. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Mir scheint zentral sind in Sachen Begründungstheorie, unabhängig von der Realismusfrage, zwei Thesen, eine negative, eine positive. Die negative These lautet, Moral kann nicht unter Rückgriff auf einen moralexternen Standpunkt begründet werden. Das ist zunächst mal eine gegen eine bestimmte Sichtweise gerichtete These. Eine positive These aber zweitens ist gar nicht so schlimm, denn moralisches Begründen ist dennoch auf vollkommen respektable Weise möglich.
externe Konzeption der Moralbegründung, ich hatte Tugendhardt und in gewisser Weise auch Steinfarth, wobei der das inzwischen wieder ein bisschen geändert hat, als Beispiele genannt. Andere Namen, die man hier nennen kann, sind Alan Gilbert, Christine Coastguard und weitere. Denen zufolge gilt, jedenfalls was das Problem moralischer Begründung anbetrifft, nach meiner Meinung, dies, was ich Ihnen hier auf das Papier auch draufgeschrieben habe, respektables ethisches Begründen erfordert es unumgänglich, einen moralexternen Referenzpunkt des Begründens ins Spiel zu bringen. Der Dissens, ich hatte es schon angedeutet, zwischen den nun so charakterisierten internen Konzeptionen der Moralbegründung und externen Konzeptionen der Moralbegründung könnte tiefer nicht sein. Hier stehen nicht unterschiedliche Theorievorschläge, die ein und dasselbe Problem eben auf unterschiedliche Weise zu lösen beanspruchen gegeneinander, sondern hier stehen unterschiedliche Auffassungen darüber gegeneinander, was überhaupt das Problem ist, beziehungsweise ob es überhaupt eine bestimmte Art von Problem ist. Eine solche Situation verlangt in der Philosophie nicht nur und vielleicht nicht mal in erster Linie nach meiner Meinung eine Antwort auf die Frage, wer Recht hat, wiewohl ich auch zu der Frage was sagen werde, sondern zunächst mal eine Antwort auf die Frage, wie kann das überhaupt passieren? Wie kann es dazu kommen, dass vernünftige und nicht nur irgendwie vernünftige Leute, sondern hochintelligente Moralphilosophen in der Art fundamental unterschiedliche Auffassungen davon haben, worum es beim Problem der Moralbegründung überhaupt geht? Das ist die erste Frage, auf die ich in meinem Vortrag Antwort zu geben versuche. Wie kann es überhaupt zu so einer Art von Fundamentaldissens kommen, um auf der Grundlage einiger Angebote, die ich natürlich auch nicht weit ausführen werde, können hier zweitens dann eine Antwort auf die Frage zu versuchen, ob einer Seite auf eine Weise Recht gegeben werden kann, die die andere Seite nicht sozusagen nur basht und als falsch hinstellt, sondern die den berechtigten Anliegen, wenn es denn welche gibt, der anderen Seite trotzdem im Rahmen ihrer eigenen Konzeption Rechnung zu tragen vermag. Mir geht es also nicht nur um eine Entscheidung in der philosophischen Sachfrage, sondern um den Versuch philosophischer Diagnosen, die einem auch helfen, sozusagen über die schiere Entscheidung, wer hat denn Recht, hinauszukommen. Damit bin ich am Ende von Abschnitt 1 und komme zu Abschnitt 2. Externe Theorien der Moralbegründung und ihre Kritik. Die Idee externe Theorien der Moralbegründung hatte ich eben schon informell beschrieben. Noch ein bisschen ausgeführter ist der Gedanke, so scheint mir der, was machen wir, wenn wir moralisch begründen? Wir begründen immer wieder Einzelurteile im Rückgriff auf Prinzipien. Das hat Dietmar von der Pfordten eben schon verwiesen auf diese Begründungsfigur. Ebenso kam bei von der Pfordten schon vor der Gedanke, dass wir gelegentlich auch Prinzipien kritisieren oder Hinweis auf unplausible Implikationen für Einzelfälle. Drittens gibt es auch, so scheint mir ein Punkt, das sehr oft übersehen wird, Begründungsfiguren, die gar nicht auf Prinzipien rekurrieren. Wenn wir zum Beispiel sowas sagen wie hier, ist das und das moralisch richtig in dieser Situation, in der Situation, die ist von der nicht in moralisch relevanter Weise verschieden und deswegen ist in der das und das richtig und dergleichen Dinge mehr. Details spielen keine Rolle. Zentral ist, in all diesen Begründungen werden moralische Urteile begründet unter Rückgriff auf andere moralische Urteile. Sozusagen in den Voraussetzungen entsprechende Argumente kommen Prinzipien oder Einzelurteile mehr oder weniger gehaltvoller Art vor und so geht das dann eben weiter. Das Ausdruck, der in Anlehnung an Wittgenstein auch von Nida Römelin immer wieder verwendet wird, das Begründungsspiel, die Begründungspraxis. Wer so, ich drücke es ein bisschen informell aus, sozusagen in der Moral halt immer rumbegründet, der so sozusagen das, was externe Begründungstheorien auf den Weg bringt, der bleibt eigentlich hinter dem zurück, so der Gedanke, was man von einer Theorie der Moralbegründung sinnvollerweise erwarten darf, ja muss. Eigentlich ist es doch erforderlich, hinter alle diese Voraussetzungen zurückzutreten, um dann entsprechend einen letztendlichen Bezugspunkt der Moralbegründung, der von allen inhaltlichen moralischen Vorentscheidungen frei ist, gleichsam außerhalb der Moral sozusagen anzusteuern, wenn Sie so wollen, einen Nagel irgendwie jenseits der Moral erstmal in die Wand zu hauen, an dem dann alles oder doch jedenfalls eine ganze Menge begründungsmäßig aufgehängt werden kann. Soweit grob skizziert der Gedanke externer Moralbegründungstheorien und das, was sie, wenn Sie so wollen, intellektuell auf den Weg bringt. Wenige Worte, nicht erschöpfend, zur Kritik. Mir scheint sozusagen eine natürliche Ausgangsintuition, die man angesichts dieser Art von Theorievorschlag haben sollte, drückt sich ganz gut in einer Frage aus, die ich Ihnen auch abgezogen habe. Wie, um Gottes Willen, so die Frage, soll es bloß möglich sein, aus bloß nicht moralischen Voraussetzungen, also aus einer vollkommen moralfrei beschriebenen Prämissenmenge, auf argumentativ redliche Weise gehaltvolle moralische Urteile zu gewinnen? Es ist erst prima facie nicht zu sehen, wie das funktionieren soll. Und mir scheint
eine genauere Analyse entsprechender Theorievorschläge, die ich natürlich hier nicht vornehmen kann, erhärtet, um nicht zu sagen bestätigt, letztlich diesen Verdacht. Ich nenne drei Punkte, tippe sie eher an, als dass ich hier ausführen kann, um den Verdacht zumindest für den Moment, für das, worum es hier heute geht, als hinreichend bestätigt jedenfalls mal stehen lassen zu können. Erstens besteht nach verbreiteter Meinung eine Schranke zwischen dem Reich des Seins und dem des Sollens. Die These, die sich dahinter verbirgt, ist, man kann auf argumentativ redliche Weise aus bloß beschreibenden Prämissen keine gehaltvollen moralischen Konklusionen ableiten. Es gibt das nur am Rande, eine ganz interessante und auch lehrreiche Diskussion, spätestens seit den 1950ern über allerlei intrikate Gegenbeispiele oder Versuche von Gegenbeispielen gegen die Sein-Sollenschranke, die dann auch dazu geführt hat, dass man versucht hat, diese These von der Sein-Sollenschranke, die ich jetzt ja auch nur eher durch ein bisschen grobes Handwaving charakterisiert habe, genauer zu fassen, um sie gegen Gegenbeispiele resistent zu machen. Zu der Debatte kann ich im Detail nichts sagen. Nur dies, es ist auffällig, dass selbst wenn es möglich wäre, sozusagen die Sein-Sollen-Schranke punktuell zu überspringen, der sozusagen moralische Ertrag fällt doch sehr bescheiden auf. Und das passt aus und das passt dazu, dass die entsprechende Debatte eher unter Logikern und Sprachphilosophen geführt wird und eigentlich niemand in der Moralphilosophie sozusagen solche Versuche zum ernstzunehmenden Gegenstand eines externen Moralbegründungsprojekts machen würde. Das sieht anders aus mit einem zweiten Typus von Begründungstheorie, der ebenfalls in dem von mir eingeführten Sinne extern zu nennen ist. Da geht es nicht so sehr darum, aus rein beschreibenden Prämissen moralisch gehaltvolle Urteile abzuleiten, sondern darum, aus schon normativen, aber eben nicht moralischen Prämissen moralische Urteile abzuleiten. Besonders prominent ist der Versuch, irgendwie Moral zurückzuführen auf die Idee des rationalen Eigeninteresses, wie er insbesondere in der Vertragstheorie prominent geworden ist. Die Idee ist so ein bisschen dies, Moral ist irgendwie ein kooperatives Projekt, an dessen Etablierung und Aufrechterhaltung wir alle zusammen und auch je individuell relativ zu unserem individuell recht verstandenen Guten irgendwie ein Interesse haben sollten, und entsprechend ließe sich relativ eben zu dieser Interessevoraussetzung auf rationale Weise Moral begründen. So die Blaupause entsprechender Theorieprogramme. Details sind kompliziert. Mir scheint, solche Theorien kippen in eine von zwei Richtungen. Entweder sind sie gezwungen, und es gibt Theorien, die das fast explizit und offen tun, Urteile über moralische Richtigkeit etwa auf Urteile über rationales Eigeninteresse der Handelnden zu reduzieren. Das scheint mir der Semantik moralischer Urteile einfach nicht Rechnung zu tragen. In vielen Fällen, in charakteristischen Fällen, steht moralisches Handeln dem aufgeklärten Eigeninteresse leider, wenn man so will, entgegen. Es ist halt manchmal anstrengend, moralisch zu sein. Eine zweite Art von Versuch, dieses Begründungsprogramm zu fahren, läuft auf die Idee hinaus, dass es sozusagen eine gute Idee ist, relativ zu dem recht verstandenen individuellen Guten, sich zu einem moralischen Menschen zu machen. Dann mögen einen die anderen mehr, hat man mehr Freunde, kann man besser mit den Leuten kooperieren, und das ist insgesamt eine gute Sache. Selbst wenn das so ist, ist jedoch interessant, dass dann letztlich zum Beispiel so eine Einschätzung wie, ich soll meine Versprechen halten, deswegen man sich zu eigen machen müsste, weil es eben eine gute Idee ist, sich diese Einschätzung zu eigen zu machen. Weil man, wenn man sie hat, hinterher von den Leuten doller geliebt wird oder so. Aber daraus, dass es eine gute Idee ist, sich sozusagen moralischen Habitus zuzulegen und moralische Einschätzungen, etwa wie zum Beispiel, dass man seine Versprechen einhalten soll, zu eigen zu machen, folgt natürlich mitnichten, dass man seine Versprechen einhalten soll. Es ist verdammt nah an dem Akt einer Selbsttäuschung dran. Es werden sozusagen praktische Gründe ins Spiel gebracht, um zu begründen, dass es eine gute Idee ist, bestimmte kognitive, moralische Einstellung einzunehmen. Das kann schon aus ganz grundsätzlichen Gründen, scheint mir, nicht funktionieren. Damit bin ich kurz vor Schluss von Abschnitt 2, in dem ich wirklich nicht mehr gegeben habe als eine kurze, letztlich ein Bericht von Punkten, die auszuführen wären, die ich zum Teil auch anderswo ausgeführt habe, die zumindest nahelegen und irgendwie den Verdacht als für den Moment nach meiner Meinung hinreichend begründet erscheinen lassen, dass externe Theorieprogramme, externe Konzeptionen der Moralbegründung, die moralische Urteile relativ zu rein moralisch neutralen Voraussetzungen nicht sinnvoll zu begründen versuchen, nicht funktionieren können, aus ganz grundsätzlichen Gründen. Damit komme ich zu Abschnitt 3 und beginne mit einer kurzen Bemerkung zur dialektischen Lage. Wenn zutrifft, was ich jetzt zumindest für den Moment hoffe, hinreichend ein bisschen einsichtig gemacht zu haben,
dass externe Theorien der Moralbegründung nicht überzeugen können. Die der Rümelin weiß ich da sowieso auf meiner Seite, aber einige andere, die ich hier, von denen ich weiß, was sie hier so für wahr halten, auch. Nehmen wir mal an, dass das sei so. Dann ist damit in Sachen Etablierung der beiden Thesen der internen Konzeption der Moralbegründung erstmal nur die Hälfte gewonnen. Damit haben wir gezeigt, dass die negative These nicht stimmt. Moral kann nicht unter Rückgriff auf einen moralexternen Standpunkt begründet werden. Im Hinblick auf die positive These, dass das auch gar nicht nötig ist, ist noch nichts dabei rausgesprungen. Das ist sozusagen offensichtlich etwas, was weitere argumentative Arbeit erfordert. Wenn interne Theorien der Moralbegründung das Moralbegründungsproblem wie Tugendtat meint, wie berichtet, nicht mal im Blick haben, und wenn externe Theorien nicht funktionieren, dann droht moralische Skepsis und die Welt ist in Sachen Moralbegründung nicht so richtig in der Ordnung. Wer gegen eine Skepsis dieser Form argumentiert, wer einsichtig machen möchte, dass man auch sozusagen das interne Moralbegründungsprojekt und nicht nur auch, sondern gerade dies als sozusagen vollkommen respektables, rechtverstandenes Moralbegründungsprojekt verstehen sollte, hat unterschiedliche argumentative Möglichkeiten. Nieder Rümelin hat sich da natürlich, das muss ja so sein, gegeben, das, was sie für Wahrheiten und vorhin auch hier nochmal vertreten haben, geäußert und hat insbesondere erkenntnistheoretische und auch motivationstheoretische Überlegungen etwa in dem Aufsatz zur Tugendtat ins Spiel gebracht. Ich möchte sozusagen diese Art von Überlegungen, wenn Sie so wollen, ergänzen durch eine andere Art von Zugriff, von Gedankengang, der mir an dieser Stelle ebenso wichtig erscheint, der zu tun hat mit dem vorhin schon angekündigten Gedanken einer philosophischen Diagnose. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass Leute wie Tugendtat und andere respektable Denker sagen, so eine Art von Theorie, wie sie uns, wenn Abschnitt 2 stimmt, als auswegslos erscheint, verfehlt von Anfang an das Problem der Moralbegründung. Was ich jetzt also machen möchte, ist, ich möchte Ihnen zwei Vorschläge machen für diejenigen Phänomene, die so sind, dass wenn man auf sie guckt und sie auf eine bestimmte Weise fokussiert, man dann auf die Idee kommt, dass man Moral doch eigentlich extern begründen muss und möchte versuchen, mit ihnen innerhalb einer internen Moralbegründung sozusagen Raum zu schaffen für eine angemessene Berücksichtigung dieser Phänomene. Das Erste, das behandle ich in Abschnitt 3, hat zu tun mit einer Idee, die eigentlich ziemlich naheliegend ist und die hier in einigen der Formulierungen, die wir heute hier gehört haben, in den Vorträgen, Kommentaren und auch in der Diskussion auch schon eine Rolle gespielt hat, nämlich der Idee, dass wenn man über Moral nachdenkt, man doch eigentlich erstmal über moralische Normen nachdenken sollte. Und eine Moral, oder wie Tugendtat dann auch konsequenterweise sagt, eine Moral, es gibt dann vielleicht noch andere Moralen, Plural, der einigen aufstößt, aber der macht dann ganz guten Sinn, denn es gibt halt womöglich unterschiedliche Arrangements, Normensysteme, die man in einem ganz allgemeinen, formalen Sinne moralisch nennen kann, im Hinblick auf die dann in ganz natürlicher Weise sozusagen die Einnahme einer Außenperspektive naheliegt. Wir können die Sachen moralisch so organisieren oder so organisieren oder so organisieren, welches der unterschiedlichen allgemein möglichen moralischen Engagements lässt sich denn am besten begründen. Das macht es verständlich, glaube ich, in besonderer Weise, warum jemand wie Tugend hat. Sagt, ich verstehe gar nicht, wie man sozusagen in der Moral bleiben kann. Wir wollen ja Moral, die da oder vielleicht auch die andere begründen und nicht irgendwie so, sagt eben, ins moralische Schwimmbad reinspringen und drin rumschwimmen und uns nirgendwo festhalten können. Das ist ja sozusagen die Sorge, ein bisschen informell gesprochen, die jemand wie Tugend hat. Mir scheint, dass es wichtig und interessant ist, diesen, gerade bei Vertragstheoretikern, der Tugend halt im weiteren Sinne ist und andere, die ihm nahestehen, auch, verbreitete Idee, dass es sich bei Moral, dass es angemessen ist, Moral in erster Linie als Normsystem zu beschreiben, dieser Idee wirklich zu widersprechen. Mir scheint, Leute, die das tun, übergeneralisieren, Analogien, die naheliegen vielleicht, aber die man eben nicht übergeneralisieren sollte, zwischen Moral und Recht. Und das möchte ich nun zunächst ein bisschen ausführen. Im Recht, und Leute, die davon mehr verstehen als ich denke insbesondere natürlich auch an Dietmar von der Pforten, mögen mir verzeihen, dass ich das sehr holzschnittartig mache, aber ich kann es nicht besser in diesem Punkt.
Aber glaube trotzdem, ich hoffe, dass es soweit angemessen ist. Im Recht, so dachte ich immer, ist ganz grob gesprochen so eine Art von arbeitsteiliger Struktur der Begründung von rechtlichen Einzelverdikten. Weiß ich nicht, ne? Hoeneß muss ins Gefängnis, irgendwelche Einzelurteile vorgesehen. Solche Verdikte werden begründet zunächst von Gerichten im Rekurs auf die fraglichen Gesetze. Die Gesetze, Aussagen über die relevanten sozusagen gesetzlichen Bestimmungen tauchen als Prämissen, dem Typ nach als deskriptive Tatsachenfeststellung darüber, was halt gerade die aktuell geltenden Gesetze, die in diesem Punkt einschlägig sind, sind, in den entsprechenden Urteilsbegründungen auf. Das ist sozusagen die eine Stufe von Begründung rechtlicher Verdikte. Und klar, dann gibt es zweitens die Frage, wie begründet man denn jetzt die Rechtsnorm? Wie etablieren wir die auf eine Weise, die sie gültig macht? Das ist dann Aufgabe des Gesetzgebers. Ich hatte schon gesagt, es gibt natürlich viele Fragen, die mit diesem recht groben, zweistufigen Bild unbeantwortet sind und die sozusagen, das musste angereichert werden, allerlei Details, dass auch die Auslegungspraxis ihrerseits wiederum kompliziert ist, etc. Das würde ich alles gerne weglassen, weil der Grundstruktur nach scheint mir das schon sehr, sehr naheliegend zu sein. Man kann sich dann auch vorstellen, dass zum Beispiel so ein reformerischer Richter tagsüber eben untadelig seinem Amt nachgeht und Recht spricht und sich dann abends sozusagen nach Feierabend für eine Änderung derjenigen Gesetze stark macht, auf die er seine Urteilssprüche tagsüber gestützt hat. Das ist vielleicht psychologisch nicht so leicht und politisch auch schwierig, dann durchzukommen, aber der Sache nach unproblematisch möglich. Es ist kein semantisches Problem. Ich kann sagen, relativ zum relevanten Gesetz ist das Urteil so und so, aber ich arbeite jetzt dran, durch entsprechende politische Maßnahmen etc., dafür zu sorgen, dass das anders wird. Was nun die Moral anbetrifft, so könnte man der Auffassung sein, dass es da irgendwie ähnlich funktioniert. Wir begründen moralische Einzelurteile unter Rückgriff auf die relevanten moralischen Normen. Das ist Stufe 1, das ist das Gericht, das was Gericht macht sozusagen in der Moral. Und zweitens fragen wir uns jetzt die eigentliche Begründungsfrage, die Niederrümelin, wie von Tugendhat gehört, haben ja gar nicht beantwortet. Das ist ja sozusagen die Herausforderung. Wie begründen wir jetzt diese Normensysteme? Das wäre die Analogie. Die Analogie ist aber in so vielen Hinsichten schief, dass es wirklich überraschend ist, dass sie sich so lange gehalten hat. Insbesondere sieht man das an dem Beispiel des reformerischen Richters. So jemanden gibt es in der Moral nicht. Es macht keinen Sinn, wenn ich sage, guck mal, das Versprechen musst du einhalten, weil man soll seine Versprechen, es ist eine Norm, seine Versprechen einzuhalten. Und abends stelle ich mich hin und sage, also ich möchte gerne das längerfristig dafür arbeiten, dass es keine Norm mehr ist, seine Versprechen einzuhalten. Diese Art von Distanzierung von denjenigen Prämissen, auf die man sich beim moralischen Argumentieren stützt, wird der Semantik moralischer Urteile, um es ein bisschen technisch auszudrücken, nicht gerecht. Oder ein bisschen blumiger beschrieben, sozusagen der Kontakt eines Teilnehmers der moralischen Praxis zu eben dieser Praxis ist sozusagen wesentlich intimer in semantischer Hinsicht als der Kontakt eines, der Recht spricht, zu den Normen, auf die er sich im Recht spricht. Ich kann nicht sinnvollerweise für ein moralisches Einzelurteil argumentieren und die relevante Norm sozusagen als Tatsachenurteil oben hinstellen. Ich muss sie mir zu eigen machen, anders im Recht. Ich stelle sie als Tatsachenurteil hin und deswegen kann ich das Urteil unten begründen. Unabhängig davon kann ich mich fragen, ob man nicht längerfristig die Norm ändern sollte. Das Fazit dieses kleinen Versuchs, auf eine nach meiner Meinung wichtige und entscheidende Disanalogie zwischen Moral und Recht hinzuweisen, sollte dies sein, dass insoweit sich das Bedürfnis, sich einem externen Moralbegründungsprogramm zu verschreiben, sich der Tatsache verdankt, dass man Moral als Normensystem, und zwar Moralen als verschiedene mögliche Normensysteme, relativ zu denen man sich sozusagen von außen fragen muss, welches wollen wir denn, welches ist denn am besten begründbar, einnehmen kann. Wenn das sozusagen das Bild ist, dass diese allgemeine Aussagenperspektive nahelegt, dann ist die schlichte Antwort, das Bild ist einfach falsch. Wer Moral in dieser Weise als Normsystem beschreibt, beschreibt Moral im Hinblick auf die Begründungsfrage falsch. Und wenn man nochmal hinguckt auf das zentrale Konzept aus Abschnitt 2 und das ja auch heute fast durchgängig die zentrale Rolle gespielt hat, es ging ja nicht um moralische Normen, sondern um moralische Urteile. Die moralische Praxis, um die es in erster Linie geht, ist eine Praxis des Urteilens und nur zwischen Urteilen können sozusagen Begründungsbeziehungen bestehen und dergleichen Dinge mehr. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, in einem bestimmten Sinne kann man Normen gar nicht begründen, man kann höchstens Urteile über Normen begründen. Welche Normen sind gerecht, welche sind gut, welche sind effizient, welche sind einfach, aber Normen sind Verhaltensregularitäten oder Zeichenfolgen oder wie immer man das ausbuchstabiert, aber als solcher eigentlich dem Typ nach in gewisser Weise schon
der falsche Art von Fokus. Ich komme zu Abschnitt 4. Hatte ja schon angekündigt, ich frage mich immer noch nach sozusagen Gründen dafür, externe Moralbegründungsprogramme für attraktiv oder gar auswegslos, also alternativlos zu halten. Ein Grund kann sein, man beschreibt Moral als Normsystem. Falscher Grund, Moral ist kein Normsystem. Ein bisschen zugespitzt formuliert, aber das ist sozusagen die Message von Abschnitt 3. Zweiter Grund. Es ist die Idee verbreitet und so wirkt es doch jedenfalls auf den ersten Blick auch alles andere als unangemessen, dass moralische Forderungen, dass Moral uns in charakteristischen Fällen als Forderung, in Form von Forderung irgendwie entgegentritt. Moral verlangt was von uns. Vielleicht manchmal empfinden wir, so beschreiben das einige, Moral geradezu als Zumutung. Das Phänomen, das bei Kant mit dem Begriff der Nötigung beschrieben wird. Moralische Forderungen kommen sozusagen phänomenal, gerade wenn man gerade überhaupt keine Lust hat, manchmal so jedenfalls phänomenal von außen daherkommt, nicht unbedingt außerhalb des Willens, von meiner Person, aber jedenfalls außerhalb des aktuellen Willens daherkommt irgendwie an mich heran. Und im Lichte dieses Phänomens, so scheint es, stellt sich die Frage nach der Berechtigung moralischer Forderungen überhaupt. Da sind Metaphern verbreitet wie wo kommen moralische Forderungen her? Das ist keine sehr glückliche Metapher. Was ist die Quelle moralischer Forderungen? Ich bin sehr unglücklich mit all diesen Bildern. Flüsse haben Quellen, aber nicht moralische Forderungen. Ich finde, das ist alles, führt alles eher in die Irre. Ich weiß, dass diese Bilder auch in der Tradition sehr verbreitet waren natürlich, aber das hat eher ungute Folgen gehabt. Aber dennoch ist es irgendwie nachvollziehbar. Insofern Forderungen an uns herantreten, was ist denn so deren Grund der Berechtigung? Und insbesondere so scheint es, wie viel Zeit habe ich noch? Ja, schon noch ein bisschen, aber du musst ein bisschen Tempo zulegen, denke ich. Sag mal, wie viel noch? Wie viele Minuten noch? Ja, so 5. Okay, das mache ich. Bitte? Nee, das ist schon in Ordnung. Und diese Frage nach der Berechtigung moralischer Forderungen stellt sich, so scheint es, insbesondere aus der Perspektive des Amoralisten, der immer wieder ins Spiel gebracht wird, der keinerlei moralische Voraussetzungen akzeptiert. Von dem wollen wir doch auch moralisch was fordern, also muss ich ihm doch relativ zu dem von Ihnen irgendwie gemacht oder eben nicht gemacht Voraussetzungen, insbesondere keinen moralischen Datum können, wie man das begründet kriegt. Und also muss ich auf moralfreie Weise moralische Forderungen begründet kriegen. Auch das scheint mir ein falsches Bild zu sein. Moralische Forderungen, so scheint mir, sollten verstanden werden als Handlungen, die wir ausführen. Wer eine moralische Forderung erhebt, der tut was Bestimmtes. Das ist auch der, der jemanden anders moralisch sanktioniert, der tut was Bestimmtes. Jemanden, der moralischen Zwang ausübt, der tut was Bestimmtes. Und insofern ist auch die Rede davon, dass die Moral irgendwas von uns fordert, beliebig irreführend. Die Moral fordert überhaupt nichts. Wenn überhaupt irgendjemand was fordert, sind es Personen. Forderungshandlungen sind Handlungen von Akteuren, die, insofern sie Handlungen sind, ebenso wie alle anderen Handlungen auch, natürlich auf die Frage, sozusagen daraufhin befragt werden müssen, ob sie moralisch zulässig sind oder nicht. Und entscheidend scheint mir nun zu sein, dass daraus, dass eine bestimmte Handlung beispielsweise moralisch falsch ist, etwa nicht folgt, dass es moralisch erlaubt oder gar geboten ist, ihre Ausführung von dem fraglichen Akteur zu fordern. Ich lasse jetzt mal ein paar Beispiele weg mit Blick auf die Uhr oder den Akteur für die Unterlassung der Handlung zu sanktionieren etc. Forderungen, Ausübung von Zwang und dergleichen Dinge mehr sind Handlungen wie andere auch, die ihrerseits unter moralischen Beurteilungen zu stehen haben, die also Gegenstand von Moralurteilen, ganz normalen Moralurteilen erster Ordnung sind wie andere auch, die ebenso rechtfertigungsbedürftig sind wie andere solche Urteile auch. Insbesondere, ich bin am Ende von Seite 2, ich habe jetzt ein bisschen Gas gegeben, ist es eine offene Frage, inwieweit wir berechtigt sind vom Amoralisten bestimmte Handlungen zu fordern. Selbst wenn es wahr ist, dass der irgendwas, etwas, was der tut oder zu tun gedenkt oder getan hat, moralisch falsch ist, folgt daraus noch lange nicht, dass wir das Recht haben, ihn zu sanktionieren, ex post, ihn ex ante dazu zu zwingen, das zu tun oder derartige Dinge mehr. Das scheint mir einfach, es geht um zwei verschiedene Handlungen, einmal um die von ihm und dann um die der Person, die erwägt, ihn zu irgendwas zu zwingen. Und was im Hintergrund sozusagen, damit komme ich zu Abschnitt 5, das Nachdenken über moralische Forderungen bewegt, ist das Bild, das Leute wie Tugend hat, der vor allen Dingen auf Sanktionen schaut und auch Theoretiker neuerdings wie Stephen Darbo, Kollege von Thomas Pogge aus Yale,
die intersubjektive Phänomene wie die des Forderns und derartige Dinge mehr betonen und sie in gewisser Weise als den Kernbereich der Moral bezeichnen, relativ zu dem vielleicht andere moralische Phänomene eher randständige Phänomene sind. Das scheint mir die Dinge auf eine bestimmte Weise zu generalisieren. Natürlich gibt es gelegentlich moralische Forderungen und moralische Forderungshandlungen, moralische Zwangshandlungen und andere mehr müssen genauso moralisch beurteilt werden wie andere Handlungen auch, etwa Versprechensbrüche, Akte der Hilfeleistung und so weiter und so fort. Und es ist insofern irreführend zu sagen, dass der Kern der Moral eigentlich in Forderungen besteht, die irgendwie berechtigt und begründbar sind und im Akten des Forderns. Und der Kern der Moral besteht darin, Handlungen daraufhin zu beurteilen, ob sie moralisch richtig sind oder falsch und entsprechende Begründungsprojekte ernst zu nehmen. Insoweit scheinen mir diese Konzeptionen in einer interessanten Weise übers Ziel hinaus zu schießen, in einer anderen interessanten Weise aber auch was Wichtiges zu erfassen. Und damit komme ich dann auch recht rasch zum Ende, denn tatsächlich ist es ja wahr, moralische Forderungen sind ein wichtiges moralisches Phänomen. Eine normative Urteilspraxis, die sozusagen bloß Handlungen, die moralische Beurteilung von anderen Handlungen, von Handlungen vorsieht, bei der die keinerlei berechtigte Forderung enthält, bei der die Idee, dass es manchmal richtig ist, von Leuten was zu fordern, keinerlei Rolle spielt, scheint mir nicht sinnvollerweise als Moral beschrieben werden zu können. Also kann eine Theorie moralischer Richtigkeit, der zufolge keine einzige moralische Forderung moralisch zulässig ist, nicht sinnvoll eine Moraltheorie genannt werden. Also der Gedanke, dass Forderungen essentiell für Moral sind, scheint mir auf die Weise wichtig zu sein und auch angemessen erfasst werden zu können. Und der scheint mir verloren zu gehen, wenn man zu stark auf sozusagen die moralische Praxis als eine Urteilspraxis blickt und sie zu stark als Urteilspraxis beschreibt. Umgekehrt aber ist das Bild, so scheint mir, falsch, dass die moralische Praxis eben in erster Linie eine Praxis des Forderns ist und was mit Forderungen zu tun hat. Dann kommt man genau in das Fahrwasser von externen Begründungskonzeptionen, die in diesem Punkt eben übergeneralisieren. Kommt zum Schluss, gibt es jetzt also ein spezifisches Problem ethischer Begründung oder nicht? Der allgemeinen Struktur der Begründung nach, so scheint mir, gibt es wahrscheinlich nach dem, was ich hier berichtet habe und nach dem, was andere ausführlicher und viel genauer gemacht haben, insbesondere auch Nida Röblin, wohl kein spezielles Problem ethischer Begründung. Ethische Begründungen bewegen sich gleichsam, was ihre Anfangs- und Endpunkte angeht, in derjenigen Begründungspraxis, der sie angehören. Jedoch scheint es insofern ein spezifisches Problem moralischer Begründung zu geben, als sich Moral von anderen Systemen normative Urteile in charakteristischer Weise unterscheidet. In einem Sinne wäre die Titelfrage des Vortrags womöglich also doch zu bejahen, wenn auch nicht in dem Sinne, in dem Nida Römmelin sie, wie mir scheint, zu Recht verneint hat. Danke. Herzlichen Dank, Thomas Schmidt. Und ich darf Martin Rechenau, sorry. Der Tag ist lang, wir freuen uns, dass Martin Rechenau hier aus München jetzt Kommentar abgeben wird. Ja, danke für die Gelegenheit, hier den Kommentar abzugeben. Ich habe mich angesichts dieses Kommentars erstmal in einer durchaus schwierigen Lage befunden. Hier zum einen einen alten Freund und Kollegen, von dem ich viel gelernt in Diskussionen habe, wie Thomas, die kommentieren zu dürfen und dann indirekt noch Bezugnahme auf unseren Jubilar zu nehmen, den ich noch viel länger kenne und von dem ich noch viel mehr gelernt habe. Und das zusätzliche Problem ist dann natürlich, dass ich in den wesentlichen und großen Grundzügen einig bin mit euch, was natürlich die Aufgabe des Kommentators erheblich erschwert. Also wenn eine Differenz da liegt, geht es immer wesentlich leichter. Die ist jetzt hier so gut wie nicht vorhanden, weswegen mir abgesehen von einem kleinen kritischen Nachfragen ganz am Ende jetzt nicht viel bleibt, als ein bisschen Themen, die Thomas hier vorgegeben hat, noch aufzunehmen und vielleicht noch ein paar zusätzliche Aspekte in der Diskussion ins Spiel zu bringen, um Diagnosen der Situation zu stellen, die Thomas hier bereits angesprochen hat. Ich kann es mir nicht verkneifen, aus verschiedenen Gründen ein bisschen was auch zu dem Thema mit der Überbrückung der Seins-Sollens-Kluft zu sagen. Der eine Punkt ist, dass vielleicht aufgefallen ist, dass Thomas jetzt in seinem Beitrag
auf unsere ansonsten in Diskussionen von Nina Rümelinschen Texten und Ausführungen ständig behandelte Form des Gebens und Nehmens von Gründen gar nichts gesagt hat. Die entsprechende Formulierung kam nicht vor. Ich konstatiere das nur einfach. Nehme das aber zum Anlass, zu dieser Seins-Sollens-Geschichte noch was zu sagen. Thomas hat völlig recht, wenn er sagt, dass es da eine absolut intrikate und spannende Diskussion gibt. Und dass auffällig ist, dass die für die Zwecke eines Verfechters externer Moralbegründung offensichtlich keine große Rolle spielt. In dieser Diskussion geht man auf dieses Problem offensichtlich nicht ein, was schade ist, weil es da eine Menge spannender Dinge gibt. Mein eigener Eindruck bei der Geschichte ist immer, dass ich schon seit ewigen Zeiten immer das Problem hatte, die Leute haben da immer ein Problem, wie komme ich denn jetzt hier? Das ist schon die Formulierung bei David Hume, der da nicht behauptet, dass es nicht geht, sondern nur sagt, dass er es nicht versteht und dass ihm niemand erklären kann, wie es gehen soll. Wie komme ich denn vom Sein zum Sollen? Und das Problem ist immer irgendwie beim Sollen. Und eine Idee, die man da haben könnte, ist nicht mal das Pferd andersrum aufzuzäumen und zu fragen, steckt das Problem nicht eigentlich in der Annahme, dass wir da irgendwie sowas wie rein beschreibende Tatsachenfeststellungen haben. Das ist etwas, was man möglicherweise ein bisschen problematisieren könnte. Gibt es denn irgendwo was, was tatsächlich in dieser Form komplett frei von normativen, ich sage jetzt gar nicht moralischen Bezügen ist? Eine Idee wäre beispielsweise zu sagen, Tatsachen, zu dem Thema haben wir heute auch viel gehört, sind Dinge, sind etwas, ich will nicht, drücke mich da jetzt mit Absicht etwas vorsichtig aus, sind etwas, was durchaus Eigenschaften aufweist, die normative Struktur haben. Wenn irgendetwas der Fall ist, dann besteht in gewisser Weise eine Art epistemische Norm und in aktuellen Diskussionen der Erkenntnistheorie wird dann durchaus Rechnung getragen, dass ich, zumindest ceteris paribus, auch dann glauben sollte, dass dasjenige der Fall ist, was da angesprochen wird. Das ist natürlich etwas, was unserem externen Moralbegründer gar nichts hilft, weil er natürlich in einer Spezies eigentlich völlig auf normative Bezüge hier verzichten möchte und in einer anderen Spezies ganz bestimmte Aspekte im Auge hat. Das sind meistens dann Fragen, die irgendwas mit rationalem Eigeninteresse und dem zu tun haben. Und dann würde ich sagen, greifen die Einwände, die Thomas an dieser Stelle vorgebracht hat, auch wieder. Warum aber kommt diese ganze Diskussion auf? Thomas hat ein paar Diagnosen für die ganze Geschichte geliefert. Ich versuche noch ein paar Beispiele draufzunehmen. Wenn man irgendwelche Positionen beispielsweise einer Art von Kontraktualismus im Stile beispielsweise eines Tim Scanlon verteidigt, dann kriegt man in der Regel immer vorgehalten, mir ist das selber auch passiert, dass das eine ganze Menge von interessanten und wichtigen Problemen der Moralphilosophie völlig ausblendet und man hier bestimmte Vorentscheidungen trifft, die man nicht treffen sollte. Was einem dann immer sehr häufig vorgehalten wird, ist eben die Figur des Amoralisten und die Vorstellung scheint dann an der Stelle zu sein, dass es doch offensichtlich eine riesigehafte Aufgabe der Moralphilosophie sei, den Amoralisten in das Lager der Moralisten hineinzuzwingen, komme was da wolle. Mich erinnert diese Geschichte immer ein bisschen an wiederum eine erkenntnistheoretische Analogie, nämlich an die Frage, was wir denn machen mit dem kartesischen Skeptiker, der nicht aufhört und uns am Ende dann irgendwie auch noch einen bösen Dämon ins Haus schickt. Klar kann das bestimmte interessante Diskussionen auslösen, aber selbst in weiten Bereichen der Erkenntnistheorie scheint mir immer die im weiten Sinne pragmatische Strategie dann an dieser Stelle sinnvoll zu sein, dass man sagt, im Normalfall nehmen wir diesen Skeptiker nicht ernst, das ist genau der Punkt, auf den du immer abhebst und sagst, wir können jetzt hier nicht sinnfälligerweise anzweifeln, dass du gerade hier an einem Tisch sitzt und durch den nicht durchspringen kannst. Und ganz analog ist die Situation, denke ich, auch in dieser Diskussion, dass man sagt, in einer gewissen Weise tritt diese Figur gar nicht auf oder wenn dann nur als ein klassisches skeptisches Schreibtischgespenst, ganz analog zu der kartesischen Figur, die da auftritt. Was die Leute manchmal aber dann eher im Auge haben, so jedenfalls mein Eindruck, ist nicht diese abstrakte Gestalt des Amoralisten, der uns nie begegnet,
sondern etwas, was uns aus der philosophischen Literatur sehr wohl vertraut ist und was durchaus nicht nur in der philosophischen Literatur, sondern auch in der realen Welt auftaucht, nämlich eine Figur wie etwa der Hobbesche Fool. Also derjenige, der uns vorgibt, uns das moralische Spiel an einer Stelle mitzuspielen, aber dann an bestimmten Stellen offen oder verdeckt an den Punkt gelangt, zu sagen, jetzt ist es so, dass mir dieses moralische Spiel nicht mehr passt und ich steige aus der ganzen Geschichte aus. Und ein Punkt scheint mir zu sein, dass viele dieser Leute an dieser Stelle offensichtlich erwarten, dass man dann als Moraltheoretiker in der Lage ist zu sagen, und kriegst du den nicht wieder mit vernünftigen moralischen Argumenten herein. Wenn es sich dabei um eine reale Figur handelt, scheint mir an der Stelle allerdings in vielerlei Hinsicht auch für Vertreter einer internen Moralbegründungsstrategie ab einem gewissen Punkt gar keine andere Strategie mehr zu wählen zu sein, als die, die Hobbes selber auch wählt, nämlich uns dann zu erklären, dass wir so jemanden dann eben nicht in die Gesellschaft aufnehmen dürfen oder wenn dies dann nur deswegen geschieht, weil wir einen Fehler gemacht haben. Ich habe das exakte Hobbes-Zitat jetzt gerade nicht unmittelbar vor Augen stehen, sonst würde ich es Ihnen hier formulieren. Ein dritter Fall, den ich auch in diesem Zusammenhang noch erwähnen möchte und der, glaube ich, auch interessant ist, ist, dass oftmals die Leute auch sowas haben wie die Sorge, na, stellen wir uns eine Situation vor, in der wir mit widerstreitenden moralischen Forderungen konfrontiert werden. Sei es solche, die sich aus bestimmten situativen Gegebenheiten ergeben oder sei es solchen, die, wenn wir aus welchen Gründen auch immer von unterschiedlichen Moralen reden wollen, von unterschiedlichen Moralen dann irgendwie postuliert werden. Und das scheint mir auch wieder ein Punkt zu sein, wo man dann sagen kann, das ist eine moralische Frage, das ist nicht etwas, was wir dadurch beantworten, dass wir irgendwie den archimedischen Punkt außerhalb des ganzen Rahmens zu formulieren versuchen, demzufolge es eine externe Begründung dafür geben muss. Dies ist eine genuine innertheoretische Frage, für die man dann natürlich wieder Gründe austauschen kann, warum man auf die eine oder die andere Seite neigt oder warum man in einer bestimmten Weise jetzt darauf reagieren möchte, dass man Gründe dafür in der einen Richtung anführt. Lassen Sie mich zum Ende noch eine kurze Bemerkung, und das ist vielleicht ein Punkt, wo wir vielleicht sogar noch eine kleine Differenz dann ausfindig machen können. Ein paar Worte sagen zu der These, dass es der Forderungscharakter der Moral ist, der an dieser Stelle möglicherweise so etwas wie eine bestimmte Sonderstellung moralischer Begründungen auszeichnet. Ich habe das Gefühl, dass das sich wohl bestenfalls um ein graduelles Phänomen handelt. Es ist sicherlich richtig, dass die Moral in manchen Stellen uns gewisse Dinge zumutet. Aber ich kann mir ohne weiteres auch Fälle vorstellen, dass in außermoralischen Kontexten, wo es etwa darum geht, was man in bestimmten Situationen rationaliter glauben sollte oder dergleichen, ebenfalls so etwas Ähnliches wie Forderungen an uns ergehen. Jedenfalls sehe ich nicht, dass an der Stelle irgendwie ein ausgeprägter kategorialer Unterschied auftritt. Es ist meines Erachtens ein gradueller. Das hängt sicherlich auch davon ab, was man für eine Hintergrundtheorie darüber hat, wie jetzt hier Gründe dafür auftreten, bestimmte Dinge zu glauben, für bestimmte Handlungen einzutreten, ob man an dieser Stelle einen Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Rationalität machen möchte. Julia Niederrümelin will das nicht machen, ich gehe damit konform. Ich weiß nicht, wie Thomas Schmidt das im Einzelnen sieht, aber wie auch immer, man müsste da jetzt sicherlich mehr über diese Hintergrundannahmen dann sagen, die da eingehen, wie auch immer, es scheint mir an dieser Stelle eher um ein graduelles Phänomen zu gehen. Und dann ist die Frage, ob es da wirklich einen eigenständigen Bereich moralischer Sonderbegründungen gibt, für mich jedenfalls ziemlich offen. Danke. Ja, herzlichen Dank, Martin Rechenau. Und Julian, willst du? Bitte. Hat sich sonst? Vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, das kam mir jetzt bei den beiden Vorträgen,
Um diese Fragestellung mal an einem konkreten Beispiel kurz durchzuspielen und damit es auch nachvollziehbarer zu machen für die, die vielleicht bei den hochabstrakten Überlegungen jetzt zum Teil gar nicht wussten, von was ist jetzt genau die Rede. Ich bringe mal einen typischen Vertreter, einen radikalen, deswegen ist er so geeignet, des Ansatzes externer Moralbegründung, wie das Thomas Schmidt genannt hat. Das ist der deutsche Hobbesianer Norbert Hörster. Bei dem ist es noch etwas präziser, noch etwas radikaler, gibt es übrigens auch als Reklambüchlein, als bei Tugendhat. Und das ist es wunderbar formuliert. Was heißt Rechtfertigung gegenüber einer Person? Rechtfertigung von einer Handlung oder einer Regel oder einem Gesetz oder einer Moral gegenüber einer Person heißt, ich kann der Person gegenüber klar machen, was genau, dass es in ihrem Interesse ist, dieser Norm zu folgen. Dieser Norm zu folgen. Und dann können Sie sich vorstellen, wie das dann so weitergeht. Dann kann man sich überlegen, also welche Sanktionen müssen etabliert werden mit Regeln, damit es in meinem Interesse ist, der Norm zu folgen. Aber auch welche Normen sollten etabliert sein, die sanktioniert sind und damit Eigeninteresse besteht, dieser Norm zu folgen. Jetzt der Kohärentismus, für den ich argumentiere, kann man an der Stelle sehr schön zeigen, ist ja eine schöne Theorie, aber so begründen wir nicht. Also wenn wir zum Beispiel darüber streiten, ist ein bestimmtes, nehme ich nochmal dieses Beispiel, Steuergesetz gerecht oder nicht gerecht, wäre es geradezu grotesk, wenn ich diese Debatte so führe, dass ich der jeweiligen Person nachzuweisen versuche, dass es in ihrem Eigeninteresse ist, dass dieses Gesetz etabliert und sanktioniert wird, sodass man es daran hält. Geradezu grotesk, ist eine Themaverfehlung. Ist eine Themaverfehlung. Das heißt nun überhaupt nicht, und da glaube ich, ist oft die Schärfe nicht, in der Debatte nicht klar genug. Das heißt überhaupt nicht, dass Fragen der Kooperation oder des Eigeninteresses irrelevant sind für moralische Erörterungen. Es ist eine hochinteressante Feststellung zum Beispiel, wenn man zeigen kann, dass eine Veränderung meinetwegen der Gesetzgebung im Bereich Steuerrecht dazu führt, dass jede Person besser gestellt ist als zuvor. Das, was die Ökonomen Pareto-Verbesserung nennen. Wenn eine Pareto-Verbesserung möglich ist, dann sollte man es tun. Das ist aber ein normatives Argument, weil es gut ist, wenn es den Leuten besser geht und wenn es allen besser gehen kann, ohne dass es jemandem schlechter geht, dann sollte man es tun. Jetzt sind wir innerhalb der moralischen Gründe oder normativen Gründe oder so und die wägen wir ab. So reden wir, so argumentieren wir. Die Alternative dazu ist irgendwo grotesk. Ja? Und jetzt kann man sagen, wie kann es sein, dass also sozusagen eine ganze Tradition und Herr Schmidt hat ein paar Argumente gebracht, wie man dem vielleicht dann doch Gerechtigkeit angedeihen lassen kann. Ich wollte den Aspekt hinzufügen, man kann auch inhaltlich dem versuchen, gerecht zu werden, indem man zum Beispiel sagt, ja, in der Tat, Kooperation im allgemeinen Interesse ist ein guter Grund, etwas zu etablieren, etwas zu tun, aber das erlaubt nicht die Moralbegründung sozusagen außerhalb des moralischen zu fundieren in toto. Das ist ein inhaltlich interessanter Aspekt, der aber bei genauerer Betrachtung normativ ist, nämlich normative Prämissen hat, nämlich dass es wünschenswert im moralischen Sinne ist, wenn es den Leuten besser geht. Zum Beispiel jetzt hier bei diesem simplen Beispiel. Ja, dann hat sich gemeldet Frau Brato und ich weiß nicht, Thomas hat es, Thomas Schmidt hat es, ja du sowieso, aber Frau Brato hat es. Ah ja. Nee. Dankeschön. Ich hätte nur eine Frage dazu, ob es noch eine dritte Möglichkeit gäbe, zu verstehen, wie der Vorwurf an Nida Rümelin zustande kommt. Also eine weitere Möglichkeit außer Moral analog zum Recht zu verstehen beispielsweise. Nämlich kann es nicht sein, dass die Damen und Herren, die diesen Vorwurf machen, Moral als ein thematisch begrenztes Feld verstehen, also Moral als der Themenbereich, was wir uns wechselseitig schulden beispielsweise. Weil wenn Herr Nida Rümelin sozusagen zu einem Sollensatz am Ende kommt, Sie sollten das tun, Sie sollten Ihr Versprechen halten, dann ist das meistens, wenn ich das recht verstehe, gemeint als ein All Things Considered Urteil. Wenn man es versteht als ein All Things Considered Urteil, ist vollkommen klar, dass es keine externe Begründung mehr geben kann. Wir haben schon alle Sachen miterwogen. Was gäbe es noch, was man weiter erwägen könnte?
Bei Tugendtat ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, dass er Moral als ein thematisch begrenztes Feld des wechselseitigen Miteinanders auffasst. Und dann könnte man natürlich sagen, gut, also vom Standpunkt meiner Eigeninteressen spricht vieles dagegen, das zu tun, was wechselseitig geboten wäre. Da gibt es dann tatsächlich noch einen externen Standpunkt, aber das liegt an unterschiedlichen Moralauffassungen. Nur als Ergänzung. Martina Niederrümelin, bitte. Komm doch, nee, komm vor, das ist besser. Nee, nee, komm lieber vor, das ist besser. Gut. Weil dann gehst du auch zum Auditorium. Okay, gut. Na, ich habe eine Nachfrage, diese Unterscheidung zwischen dem internen und externen Standpunkt betreffend. Ich fand übrigens den Vortrag ganz toll, das muss ich sagen, weil mir das selten so geht, dass ich einen Vortrag so toll finde. Mir ist da eine dritte Analogie aufgefallen, die ebenso vielleicht in die Irre führt. Und ich wollte nachfragen, ob du der Meinung bist, dass das das noch weiter klären könnte. Und zwar, also du hattest ja zwei, also das mit dem Normensystem und das mit den Anforderungen war es, glaube ich. Und diese dritte Disanalogie wäre, oder verfehlte Analogie besser gesagt, wäre die folgende, dass man das, was man machen möchte als Metaethiker, in Analogie zu einer normativen Wissenschaftstheorie sieht. Also mit einer normativen Wissenschaftstheorie meine ich jetzt die Wissenschaftstheorie von einem Philosophen, der sich zum Ziel gesetzt hat, allgemein zu beschreiben, wie eine vernünftige wissenschaftstheoretische Begründung ausschaut und damit auch ein Mittel haben möchte, um die empirischen Wissenschaften zu beurteilen, ob sie vernünftig oder unvernünftig vorgehen. Und in diesem Fall würde man ja wohl sagen, das ist ein theoretisches Unterfangen, was nicht empirisch ist, also insofern extern, also nicht zu den Wissenschaften selbst dazugehört. Die Parallele dazu wäre, dass man sagt, als Metaethiker möchte ich allgemeine Kriterien dazu entwickeln, was ein vernünftiges moralisches Argument ist. Und dann analog zum Wissenschaftstheoretiker auf dieser höchst abstrakten Grundlage beurteilen, ob die unterschiedlichen Gründe, die ausgetauscht werden, diesen Kriterien genügen. Und dann wäre jetzt die Erkenntnis, die mir, ich hoffe, es ist eine Erkenntnis, durch deinen Vortrag nahegelegt worden ist, die zu sagen, das wäre eine schlechte Analogie, weil die Metaethik eben nicht extern sein kann in der gleichen Weise, wie eine normative Wissenschaftstheorie extern sein könnte, sofern man überhaupt der Meinung ist, dass es so etwas geben kann. Ich habe mich selber noch ganz kurz auf die Rednerliste gesetzt, wenn du erlaubst, Thomas. Ich will noch Zeit einräumen. Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast alle Zeit der Welt. Kurz zum Recht, zu der Analogie. Also es ist natürlich so, dass das eine moderne Entwicklung des Rechts ist, diese Trennung zwischen Gesetz und Anwendung durch Richter. Es gab über Jahrtausende nicht diese Trennung, sondern eben rein nur Richterrecht. Und auch heute gibt es noch zum Beispiel im Common Law, wo nur die Richter entscheiden, da gibt es keine Anwendung von Gesetz. Also insofern, das war jetzt nur so ein kleiner Punkt, Anmerkung. Das Recht ist nicht darauf festgelegt. Es gibt tatsächlich eine moderne Entwicklung aus bestimmten Gründen der Trennung zwischen Gesetz und Anwendung, aber das ist nicht Kennzeichen für Recht als solches. Aber jetzt zu diesem Begründungspunkt. Ich meine, die Frage ist halt doch tatsächlich, ob diese Kategorisierung intern, extern, die ja so eine räumliche Metapher ins Spiel bringt, und dann auch so diese, ich meine, Moral und Ethik sind ja auch so externe Beschreibungen, ob man die so jetzt so in Stellung bringen soll und so einteilen und kategorisieren. Und ob man nicht doch lieber sagen sollte, was ist eigentlich Begründen und warum fordern wir Begründen? Und mir scheint es so zu sein, dass wir das fordern, wenn halt die Handlungsfreiheit anderer Menschen irgendwie eingeschränkt wird. Und das ist natürlich in der Moral so, ob das nun Forderungen sind oder Wertungen oder wie auch immer. Also jemand sagt, du sollst das Versprechen halten. Und dann sagt der andere halt, ja, warum? Und das ist die Frage nach Begründung. Und dann kommen irgendwelche Begründungen und manche mögen normativ sein, manche mögen irgendwie ganz faktisch sein. Also das scheint mir nun wirklich die lebensweltliche Notwendigkeit. Und ob das jetzt nun moralisch auch ist oder ob man sagt, das ist jetzt irgendwas Natürliches, das kann natürlich beides sein in der Lebenswelt. Und beides muss man sich auseinandersetzen, ob es eine gute Begründung ist oder schlecht. Das ist dann die entscheidende Frage. Ist es eine gute oder schlechte Begründung? Und so verstehe ich übrigens auch Niederrümelins Theorie. Aber jetzt bist du dran. Ja, vielen Dank für die ganzen anregenden Punkte. Ich gehe mal in der Reihenfolge durch, die ich jetzt nicht genau erkläre. Ich bin mit Martine Niederrümelins Punkt. Mir scheint das
nicht eine Beschreibung zu sein, die Leute wie Tugendhat etwa akzeptieren würden, aber der Sache nach würde ich dem absolut zustimmen. Und es findet in gewisser Weise sich wieder, sozusagen bei Tugendhat ganz konkret, diese Idee, dass es sozusagen darum geht, eine normative Metatheorie zu machen. Der würde sich halt nicht als Metaethiker begreifen und verstehen, sondern sieht sozusagen das Begründungsgeschäft auf beiden Stufen schon als Teil dessen, was man als Ethiker macht. Deswegen ist sozusagen die Unterscheidung da nicht ganz so strikt, aber er redet manchmal so, dass er sagt, auf der ersten Stufe, relativ zum Normensystem, frage man sich, ob eine Einzelhandlung etwa das Prädikat begründet sein irgendwie verdiene und dieses ergebe sich eben relativ zu den relevanten Normen. Zweitens sei aber natürlich dann noch die weitergehende Frage, wie man dieses Begründetheitsprädikat wieder begründet. Insofern ist die Idee da genau am Werke, dass man das Begründen sozusagen begründen soll, bevor man mit dem Begründen beginnt. Ich nenne das immer so, weil ich tatsächlich das so beschrieben finde, ist eben auch schon, merkt man schon, dass es eine komische Idee ist in gewisser Weise. Aber die Analogie scheint mir eine ganz hilfreiche Beschreibung zu sein. Zu Christine Bratu. Manche Leute haben engeren Moralbegriff, der sozusagen nur bestimmte Themenfelder betrifft, aber mir schien im Hintergrund deines Anliegens auch vor allen Dingen der Punkt zu stehen, dass halt dann moralische Gründe etwa Gründe einer bestimmten Art sind, die in eine bestimmte Richtung ziehen könnten. Und im Hinblick auf typische Situationen liegt dann eben jenseits der Feststellung, moralisch gesehen, sollte ich das und das machen, dann relativ zu der relevanten Theorie dessen, was man all things considered mäßig tun soll, womöglich noch die Frage auf dem Tisch, ja, ob man denn jetzt all things considered das moralisch Richtige tun soll. Und das wäre dann sozusagen die Außenperspektive-Frage, sowas gemeint. Ne? Genau, das ist in der Tat bei den Leuten so, die dann eine Sollenstheorie haben, die sozusagen unabhängig ist von der Moraltheorie. Ich glaube, man kann die Bilder, die wir eher teilen, und diese Bilder ganz gut auf eine interessante Weise ineinander übersetzen. Ich glaube, auch im Rahmen dieses Nachdenkens über Moral gibt es sozusagen Platz für den engeren Moralbegriff. Aber das ist jetzt nur ein Versprechen, da können wir vielleicht nachher drehen. Dann wollte ich kurz was zu Dietmar sagen. Das ist ein interessanter Punkt mit dem Common Law und so. Das finde ich, mit dem habe ich nicht viel drüber nachgedacht, wie sozusagen die moralische Analogie wiederum sozusagen zum Common Law aussehen würde. Ob man sich da irgendwie, ob es da sozusagen moralische Praktiken gibt, die in dem Punkt ähnlich sind. Dem würde ich gerne mal nachgehen. Was aber dein Hinweis auf so Äußerungen von Urteilen der Form, du solltest das und das tun, anbetrifft. Dazu wollte ich noch was nachtragen, was mir jetzt auch im Zuge der Diskussion als eine Möglichkeit eingefallen ist, um meinen Punkt, was die Forderung angeht, nochmal zu schärfen. Ich sehe es ein bisschen so, wenn mir jemand sagt, pass mal auf, moralisch gesehen solltest du das und das tun, jetzt in dieser Situation, dann tendiere ich dazu, sofern ich das Urteil akzeptiere, mich sozusagen oder nicht mal dann, oder selbst wenn ich es nicht akzeptiere, mich gleichsam zu bedanken für den Ratschlag. Ich sehe das an als einen Hinweis, als sozusagen eine Information darüber, was nach Meinung der Person, die mir diese Information gibt, dasjenige ist, was ich moralisch gesehen tun sollte. Danke für die Information oder danke für den Ratschlag. Das ist sozusagen die relevante Reaktion. Leute, die das Sollensurteil etwa von Kant her kommen, als nicht einen assertorischen Sprechakt, die Nennung des Sollensurteils nicht als assertorischen Sprechakt ansehen, sondern eben als irgendeine Art von anderen Sprechakt, als Imperativ, eben als Artikulation einer Forderung, die würden nicht mit Danke für die Information, lass uns drüber reden, die würden das nicht als Ratschlag, Information darüber, was man halt tun sollte, ansehen, sondern eher so mit der, was fällt dir denn eigentlich ein, Attitüde darauf reagieren. Na, das ist sozusagen, und das sind schon mir ganz unterschiedliche Verständnisse des Sprechaktes zu sein. Und jemand, der auf die Urteilspraxis guckt, wird eben sagen, zunächst mal ist es einfach ein assertorischer Sprechakt, der klar in der Begründungspflicht steht und so weiter und so fort, aber er ist als solcher noch keine Forderung. Noch dazu, ja, da sind wir, glaube ich, auch sehr nah beieinander. Und dieser Unterschied scheint mir zentral zu sein. Natürlich kann man darüber hinaus noch Forderungshandlungen erheben, aber wie die dann genau zu, und die sind dann ihrerseits in spezifischer Weise begründungsbedürftig, aber wie das aussieht, ist dann vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Eben ist nochmal eine weitere, darüber hinausgehende normative Frage. Aber jenseits kann man doch sagen, es schränkt Handlungen ein. Ob es jetzt assertorisch ist oder nein, wenn mir jemand sagt, du sollst das von anderen ein. Selbst wenn dir jemand. Wenn mir jemand sagt, du sollst das und das tun, schränkt mich das gar nicht ein. Das ist einfach eine Informationsäußerung. Ich kann doch machen, was ich will. Das ist genau das Missverständnis. Du darfst dein Auto nicht verwenden, weil es CO2.
Ja, das ist doch keine Einschränkung. Das, wer ein Recht hat, dann sollte es nicht tun. Aber die Einschränkung ist doch sozusagen erst der sanktionierende Akt, wenn er zum Beispiel einen Schlüssel wegnimmt oder weiß der Kuckuck was macht. Das sind Einschränkungen, aber doch nicht Artikulationen von Meinung. Das ist einfach, das ist ein ganz radikales Missverständnis, scheint mir. Das ist genau das Missverständnis, das an dieser Stelle sozusagen irreführt mit Blick auf die Annahme der externen Begründungsposition. Okay, aber umso besser. Und dann haben wir zum Glück einen schönen Dissens. Ich wollte noch eine letzte Bemerkung machen zu einem Punkt, den Martin angesprochen hat, weil ich habe die Rede von Gründe geben und Gründe, wie heißt das, Gründe nehmen, geben und so, bewusst nicht verwendet. Da haben wir vielleicht auch wirklich ein bisschen Dissens. Ich halte die für unglücklich. Und auch nicht jetzt unbedingt, wie Sie sie verwenden, aber doch gelegentlich auch für irreführend. Meiner Verständnis nach sind Gründe, Gesichtspunkte, Considerations, tendenziell auch Facts, die für irgendwas sprechen. Sprich dafür, der Person zu helfen, dass sie Schmerzen hat. So, das sind so typische Gründe. Ich weiß nicht, was es heißt, einen Grund zu geben. Der besteht. Ich kann über ihn reden, klar. Ich kann anderen Leuten für den Grund berichten. Ich kann behaupten, dass er besteht und all so Sachen. Aber ich kann diese Rede davon, dass man den jetzt irgendwo hinträgt, den Grund, die ist sozusagen, das ist eine unglückliche Metapher. Was man geben kann, sind Begründungen. Man kann Leute Argumente nennen. Aber Argumente sind andere Sachen als Gründe. Das scheint mir, und mir scheint ein nicht unerheblicher Teil dessen, was die Frankfurter an der Stelle übersehen, ist, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen Gründen und Argumenten. Das ist jetzt eine steile These, ich weiß. Aber ich dachte, es ist ja schon später am Abend, ich nenne die mal. Und ich glaube, dass sozusagen das wird verwischt, wenn man davon redet, dass Gründe gegeben werden. Argumente können gegeben werden, aber in Argumenten wird auf Gründe rekurriert. Das scheint mir erstmal die relevante Art zu sein, sozusagen die begriffliche Differenzierung vorzunehmen. Jedenfalls, weil das, ich weiß, dass das kontrovers ist und ich habe da auch keine abschließende Meinung dazu, aber deswegen benutze ich die Redeweise jedenfalls nicht. Ja, herzlichen Dank, Thomas.